Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Xenoverse. Ja, im letzten Part haben wir ganz knapp die Mission, ja, vergeigt. Das waren wirklich nur, naja, was heißt ja ganz knapp. Also es fing gut an, hat aber dann leider stark aufgehört. Hat stark aufgehört und so, jo. Na gut. Wir machen aber erstmal bei... Kann ich noch ein unerbittliches Salbe-Wochenende? Warum nicht? Wir machen aber erstmal eine Parallel-Quest weiter. Wir haben das alles fertig. Ah ja, jetzt kommen C17 und C18 in offiziell, was das auch immer heißen soll. Ja, ich bin jetzt offiziell C17. Und ich bin offiziell C18. Und zusammen sind wir die offiziellen Cyborgs. Gut, ich nehme wieder Tenshin Han und Yamcha. Wie gesagt, um weiterhin ihnen eine Plattform zu bieten, die sie in Dragon Ball Super oder sonst wo leider nicht mehr haben. Besiege C17 und C18, alle Teamtrefferpunkte, bla bla bla. C18, was ist denn da denn los? Die haben zu sich die ganze Zeit an C18 ranmachen möchte. Na Mensch, mehr hast du nicht zu bieten? Ja, der Kampf hat jetzt mich aber nicht sonderlich gefordert. Es hat mich hier gefördert. Ja, wo ist denn das Porto? Auf zum nächsten Kampf. Boah, Vegeta, schäm dich, du hast am meisten Schaden von uns genommen. Ja, du hast sogar noch mehr Schaden als wir am Schulen und Tenshin Han. Voll witzig zu sehen, dass Tenshin Han zu 17 einer auf die Fresse gibt. Aua. Was passiert denn jetzt? Oh, Piccolo. Oh, verdammt. Oh, noch getroffen. Er mit seinem dämlichen Schutzschild. Was ist das? Oh, Yamshu, du machst alles kaputt. Alter Yamshu, du regst mich grad so auf. Ja. Aua. Hä?
しいかも。場所を移そう。Ach Leute, bleibt doch mal stehen. Und gleich kommt der Kampf gegen C17 und C18 und C16 gleichzeitig. Hast du eine Aufrüstung erhalten? Ein Satz für dich, das war wohl nichts. Alter, nicht schlecht. Was ist denn hier los? Alter, beide weggesnackt. So, du hast mich jetzt gerade aber richtig sauer gemacht, dass ich mir dir eine Kapsel benutzen muss. Was ist das für eine Technik? Die kenne ich ja nicht. So, was ist das jetzt? Meine werte Dame. Ja, C18. Natürlich. Dass ich noch die Gruppen die Energie hatte. Oh, die heißen jetzt ein bisschen mehr aus. Das aber langsam. Verdammt.
Und jetzt. Nein, doch nicht das. Schnell. Ja, die ist die falsche. Nein, genau den da. Erstmal müssen wir einen besiegen, damit wir da in irgendeiner Weise eine Chance haben. Oh, für Yamcha sieht's nicht sehr gut aus. Ja, verdammt. So, dann wollen wir mal das Blatt ein bisschen kicken. Ich gebe nicht auf. Machen wir einen. Verdammt, jetzt. So, und jetzt bist du. Oh, die wird ja jetzt richtig verprügelt. Ich glaube, die hat schon innerlich aufgegeben. Du C18. Aber das ist echt enorm, wie die sich nochmal steigern können. Durch diese dämliche lilane Margin-Aura. Boah, voll gegeben. So, T18, mach dich auf dein Ende gefasst. Yes. なかなか面白い見せ物だったぞ. Das sehe ich auch so, ja. Jetzt kämpfe ich richtig. Kleidung von C17, cool.
Nice. Gut, dann wollen wir mal gucken, habe ich denn noch genug Kampfobjekte? Das müsste, denke ich mal, nochmal für den Story-Modus reichen. Denn wir sind nämlich im Gegensatz zum letzten Part, wir sind ja ein Level aufgestiegen. Im Gegensatz zum letzten Mal. Und ich denke mal, dass wir jetzt gegen Cell, Freezer und Kid Buu gute Chancen haben. Also wir müssen gute Chancen haben. Wenn nicht, wäre es ein bisschen komisch. Weil wir haben es wirklich, wir mussten gegen die drei und dann mussten wir ja noch gegen Gotenks, Son Gohan. Und Son Gohan habe ich fast geschafft. Oh, Seacock, was ist mit dir los?